Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich habe noch gar nicht geschlafen, doch 2 Stunden. Gestern vom Halbfinale nach Hause gekommen und um 2 oder so, glaube ich, eingeschlafen. Ja, und um 4.30 Uhr wieder aufgestanden. Jo, so sieht mein Montag aus. Also, jetzt mache ich bei dem schönsten Wetter überhaupt ein Spaziergang. So schön hier in Berlin gerade. Happy Monday! Mega viele von euch haben nach meinem letzten Post für den Silke Peel gefragt, ob Epilieren nicht mega wehtut. Und ich glaube, deswegen sollte ich vielleicht so ein paar Tipps mit euch teilen, weil ich habe das früher auch immer gedacht. Beziehungsweise habe ich ja vor irgendwie, ich glaube, 15 Jahren oder so, ein bisschen länger vielleicht schon her, den Epilierer meiner Mutter benutzt und damals tat es mir mega weh und jetzt mit dem Silke Peel tatsächlich nicht mehr wirklich. Es fühlt sich an ungefähr so, wie als würde man sich die Augenbrauen rupfen. Also die Mädels unter euch können das vielleicht nachvollziehen. Und es gibt wirklich ganz einfache Tipps, mit denen man dieses Schmerzempfinden einfach nicht so extrem spürt. Also am besten ist es, ihr macht das Ganze in der Badewanne oder in der Dusche, weil dann die Haut einfach die Poren schon öffnet und das dann sich nicht mehr so schmerzvoll anfühlt. Und ganz wichtig auch, auf keinen Fall zu lang wachsen lassen. Also ihr könnt euch wirklich schon epilieren, wenn die Haare noch relativ kurz sind. Dann geht es nämlich einfacher und tut nicht so doll weh. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, nehmt euch genug Zeit. Das sollte man, glaube ich, nicht rushen, sondern gerade beim ersten Mal genügend Zeit einplanen. Und falls ihr super skeptisch seid, es gibt die 100 Tage Geld-Zurück-Garantie, was mega ist. Das heißt, wenn ihr euch noch gar nicht sicher seid, okay, mögt ihr das epilieren oder nicht, könnt ihr es einfach ausprobieren und 100 Tage lang zurückschicken. Das finde ich super. Ich finde das super. Das ist mega. Ich habe was Krasses zu verkünden. Und zwar habe ich eine Doku gedreht. Beziehungsweise ursprünglich hatten wir mal für Légère eine Doku begonnen. Und aus dieser Doku ist dann eine sehr persönliche Doku geworden. Also wir wollten eigentlich so den ganzen Aufbau von einer Kollektion zeigen und haben letztes Jahr angefangen zu drehen. Und dann kam Corona, meine Schwangerschaft und dann dadurch wurde irgendwie das ganz andere Doku, weil wir auf einmal zu Hause waren und im Lockdown damals einfach zu Hause weitergedreht haben. Beziehungsweise Dustin hat halt mich gefilmt und ist auch das erste Mal, dass es irgendwie so persönlich und dass eine Kamera so nah an mir dran war. Aber ja, dadurch, dass es mein Freund gemacht hat, hat es sich irgendwie nicht so angefühlt. Aber dadurch ist das jetzt auch was ganz anderes geworden als ursprünglich mal geplant. Ich bin sehr, sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Das Ganze wird am Sonntag live gehen. Auf YouTube gibt es unsere Premiere. Und ich mache euch noch eine kleine Erinnerung am Wochenende rein. Ich bin so glücklich. Ich habe gerade die perfekten Schuhe für das Wetter jetzt gerade geschickt bekommen. Und zwar hier diese Terrex von Adidas. Und ich finde, die sehen auch noch richtig nice aus. Boah, kennt ihr diese Tage, wo ihr einfach nur todesmüde seid und es geht gar nichts in euren Kopf? Today. Aber ich habe noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Und zwar haben wir 3 richtig coole Légère Geschenkboxen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann einfach mal zu meinem Post, den ich jetzt nochmal hier reposte, gehen und mitmachen. So, ich bin jetzt im Studio und ich kann euch das mal zeigen. Hier ist eine Covid-Schlange.
Kurve schon wieder richtig gut drauf. Ach du Scheiße. Irrenhaus. Was genau macht er da? Heute ist ein aufregender Tag. Es ist nicht nur der vierte Advent, es ist nicht nur schon fast Weihnachten. Es ist auch der Tag des Finales von The Voice of Germany. Heute Abend live um 20.15 Uhr in Sat.1. Don't miss it. Heute ist der Tag, an dem wir unsere Doku hochgeladen haben. Jetzt live auf YouTube könnt ihr euch alles anschauen. Geht, ich glaube, so um die 42 Minuten rum. Und ich bin total nervös, was ihr sagt. Ich glaube, ich habe heute das erste Mal seit 6 Monaten durch und ausgeschlafen. Voll krass. Also ich glaube, ich bin das erste Mal wieder in so eine richtige Tiefschlafphase gekommen. Und irgendwie bin ich deshalb heute total verpeilt. Kennt ihr das? Wenn ihr dann gefühlt auf einmal so viel geschlafen habt. Ich glaube, ich habe irgendwie 8 Stunden am Stück geschlafen. So richtig tief. Guten Morgen! Sunshine! Ja. Du meinst, es ist sicherer mit 2 Masken heute? Safety first. Okay, los geht's. Hi, Mandy. Hi. Oh, Mandy. You game. Wer hätte das gedacht am Anfang, ne? Dass es dann irgendwie so persönlich alles wird. Da. Scheiße, jetzt hast du es verpasst. Nein! Oh. Quarantänetag 21. Hey. Es ist ein komisches Gefühl. Wir sind fertig mit Make-up und wie gefällt's euch?